Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video im Rahmen der Vorlesung Gesellschaftliche Aspekte der Informationstechnologie. Ich möchte heute einmal etwas anderes machen, und zwar eine Art Buchbesprechung oder eigentlich einen Teaser für ein Buch. Es gibt also immer mehr Bücher, wo man bespricht, wie geht es weiter, wie ist die Zukunft, wie schaut es mit der Digitalisierung aus, was macht die IT im Prinzip auf die Gesellschaft aus. Und ein sehr gutes Buch, war auch ein Bestseller im Prinzip, wie ich finde, ist dieses vom Autor Harari, Homo Deus. Und er bespricht also, wie könnte die Zukunft von morgen ausschauen und beleuchtet es jetzt vielleicht nicht als Informatiker und Informatikerin oder als Techniker, sondern als jemand, der sich global Entwicklungen anschaut und wie sich vielleicht also auch die Menschheit generell verändert. Ich darf den Klappentext vielleicht einmal kurz vorlesen. In seinem Kultbuch »Eine kurze Geschichte der Menschheit« erklärt Yuval Noah Harari, wie unsere Spezies die Erde erobern konnte. In Homo Deus stößt er vor in eine noch verborgene Welt, die Zukunft. Was wird mit uns und unserem Planeten passieren, wenn die neuen Technologien den Menschen gottgleiche Fähigkeiten verleihen, schöpferische wie zerstörerische, und das Leben selbst auf eine völlig neue Stufe der Evolution heben? Ja, also das Buch ist sehr umfangreich. Ich kann es, also jemand, der sich also interessiert, also wie sich Technologie oder wie Technologie quasi Menschheit beeinflusst und wie unsere Entwicklungsgeschichte war, sehr ans Herz legen. Ich finde seine Gedanken durchaus schlüssig und also auch also sehr zusammenhängend und strukturiert. In der Kurzübersicht ist es so, dass er beginnt mit der sogenannten neuen menschlichen Agenda und einmal beschreibt also die Position von Religion und Wissenschaft und sagt, also je mehr wir der Wissenschaft beginnen zu vertrauen, den sogenannten Fakten, Sie kennen das also von den Fact News und Fake News, desto mehr wird die Religion in den Hintergrund gedrängt. Ja, also alles, was wir vermeintlich glauben zu wissen, dafür braucht es also keinen Glauben mehr, so könnte man das also überspitzt formulieren. Und natürlich, er beschreibt das also natürlich dann auch, zum Beispiel für jedes technische Problem gibt es eine technische Lösung. Wir müssen nicht auf das jüngste Gericht warten, um den Tod zu überwinden, dazu reichen ein paar Freaks in einem Labor. War der Tod traditionell ein Fall für Priester und Theologen, so übernehmen nun die Ingenieure. Wir können die Krebszellen mittels Chemotherapie und Nanorobotern abtöten. Wir können die Keime in der Lunge mit Antibiotika bekämpfen. Und wenn das Herz zu schlagen aufhört, können wir es mit Medikamenten und Elektroschocks wieder in Gang setzen. Und wenn das nicht funktioniert, dann pflanzen wir eben ein neues Herz. Zugegeben, gegenwärtig haben wir noch nicht für alle technischen Probleme eine Lösung. Aber genau deshalb investieren wir so viel Zeit und Geld in die Erforschung von Krebs, Keimen, Genen und Nanotechnologien. Sogar ganz gewöhnliche Menschen, die mit wissenschaftlicher Forschung gar nichts am Hut haben, halten den Tod inzwischen überwiegend für ein technisches Problem. Wenn eine Frau zum Arzt geht und fragt, Herr Doktor, was fehlt mir, dann wird der Arzt in aller Regel antworten, Sie haben Grippe oder Sie haben Tuberkulose oder Sie haben Krebs. Aber er wird nie sagen, Sie haben Tod. Und wir haben alle den Eindruck, dass Grippe, Tuberkulose und Krebs technische Probleme sind, für die wir eines Tages eine technische Lösung finden oder auch finden werden. Ja, und so beginnt er das und fragt sich halt, was passiert, wenn die Lebenserwartung weiter steigt. Er spricht auch an, dass es zu einer Verdoppelung der Lebenserwartung im 20. Jahrhundert gekommen ist. Da wäre ja doch zu erwarten, dass eine weitere Verdopplung im 21. Jahrhundert zumindest zu schaffen wäre. Und man plötzlich also eine Lebenserwartung von 150 Jahren hat. Das ist zwar immer noch weit von einer Unsterblichkeit entfernt, würde aber die menschliche Gesellschaft aber gleichwohl auch revolutionieren. Zunächst einmal würden sich die Familienstrukturen, die Ehen und die Beziehungen zwischen Kindern und Eltern verändern. Heute gehen Menschen noch davon aus, sie seien verheiratet, bis der Tod uns scheidet. Und ein Großteil des Lebens dreht sich darum, Kinder zu bekommen und großzuziehen. Stellen wir uns nur jemanden vor, dessen Lebensdauer 150 Jahre beträgt. Wenn sie mit 40 heiratet, hat sie noch 110 Jahre vor sich. Ist es realistisch anzunehmen, dass die Ehe so lange hält? Da dürfen selbst katholische Fundamentalisten leichte Zweifel beschleichen. Insofern wird sich der heutige Trend zu mehreren Ehen nacheinander wohl verstärken. Wenn sie in ihren 40ern zwei Kinder bekommt, dann wird sie mit 120 Jahren nur noch eine sehr entfernte Erinnerung an die Zeit haben, dass ihre Sprösslinge aufzog. Eine eher unbedeutende Phase in ihrem langen Leben. Es ist schwer zu sagen, wie sich die Eltern-Kind-Beziehung unter diesen Umständen entwickeln werden.
oder man denke an die Berufskarrieren. Heute gehen wir davon aus, dass man als Jugendlicher oder in den 20ern einen Beruf erlernt und diesen dann für den Rest seines Lebens ausübt. Natürlich lernt man auch mit 40 oder 50 noch neue Dinge, aber im Allgemeinen wird das Leben unterteilt in die Zeit des Lernens, der Ausbildung und die Zeit der Arbeit. Wenn man 150 Jahre alt wird, wird das so nicht mehr funktionieren. Schon gar nicht in einer Welt, die fortwährend durch neue Technologien durcheinandergewirbelt wird. Die Menschen werden viel länger berufliche Laufbahnen haben und auch mit 90 immer wieder sich neu erfinden müssen. Ja, also er spricht also dieses Problem an, was zum Beispiel dann passiert. Und dann kommt er darauf und sagt, also wenn wir das eine haben, also wir uns durch Nanotechnologie, Biochemie und so weiter auch tatsächlich weiterentwickeln können, eine längere Lebenserwartung haben, geht es in das nächste Begriff hinein, das Glück. Das Wichtigste für den Menschen bezeichnet er als Glück. Man ist glücklich in seinem Leben, zufrieden. Und warum sollte man nicht etwas erfinden oder auch da weiter zu tun, um Menschen grundsätzlich per se glücklich zu machen? Wenn die Wissenschaft recht hat und unser Glück durch unser biochemisches System bestimmt wird, dann lässt sich das dauerhafte Zufrieden allein dadurch garantieren, dass man dieses System beeinflusst. Vergessen Sie Wirtschaftswachstum, Sozialreformen und politische Revolutionen und das globale Glücksniveau zu steigern, müssen wir die Biochemie des Menschen manipulieren. Genau damit haben wir in den letzten Jahrzehnten bereits begonnen. Noch vor 50 Jahren waren Psychopharmaka schwer stigmatisiert. Heute ist diese Stigmatisierung durchbrochen. Jedenfalls nimmt ein zunehmender Anteil der Bevölkerung regelmäßig Psychopharmaka, nur um belastende seelische Erkrankungen zu heilen, sondern schon bei ganz profanen Depressionen und gelegentlichen Verstimmungen. Und das führt also weiter auf. Und er führt zum Beispiel aus, dass es vielleicht sehr wesentlich ist, die Dopaminausschüttung bei Menschen zu manipulieren, mit Chips. Wird also bei Depressiven bereits verwendet. Gibt es also eine Studie dazu, wo man quasi über Chips reguliert, wie die Dopaminausschüttung des Körpers ist und diese Personen plötzlich nicht mehr depressiv sind, sondern grundsätzlich wieder sich im normalen Leben bewegen können. Und natürlich fragt er sich, naja, wenn man das also quasi Personen gibt, die das zwingend brauchen, ist es vielleicht ein sehr kleiner Schritt, tatsächlich das allen zu verabreichen. Mit ihrem Streben nach Glück und Unsterblichkeit versuchen die Menschen in Wirklichkeit, sich zu Göttern zu erheben und sagt, dass wir werden halt immer gottähnlicher. Und das Upgrade von Menschen zu Göttern kann auf drei Wegen erfolgen. Durch Biotechnologie, durch Cyberborg-Technologie und durch die Erzeugung nicht organischer Lebewesen. Ja, daraufhin also geht es so weiter. Er kommt dann geschichtlich wieder zurück, erklärt also auch die Entstehung der Menschheit, wie also Technologie immer wieder verändert hat. Den Humanismus, warum also wir heute also sehr stark eine humanistische Revolution erlebt haben und kommt dann im nächsten Schluss, also eher schon zu Ende des Buches, zu seinen Hauptaussagen, den sogenannten Dataismus. Das heißt, dass man also nicht mehr hergeht und der Mensch im Zentrum aller Entscheidungen steht, sondern plötzlich Daten und Datenverarbeitung und uns Algorithmen beginnen also zu lenken. Als schönes Beispiel bringt er zum Beispiel natürlich auch 1980 Deep Blue von IBM erstmalig einen Schachspieler, nämlich damals Garry Kasparov, als Weltmeister besiegt hat. Und ein weit viel schöneres Beispiel, wie Algorithmen in Zukunft auch arbeiten können, findet sich also hier, wo er schreibt, so brachte sich im Februar 2015 ein von Google DeepMind entwickeltes Programm ganz alleine 49 Spieleklassiker von Atari bei. Einer der Entwickler, Dr. Demis Hassabis, erklärte dazu, die einzige Information, die wir dem System gaben, waren die Rohpixel auf dem Bildschirm und die Vorstellung, dass er ein hohes Ergebnis erzielen musste. Alles andere musste das Programm selbst herausfinden. Es lernte die Regeln sämtlicher Spiele, die ihm vorgelegt wurden, von Pac-Man und Space Invaders bis zu Autorennen und Tennismatches. Anschließend spielte er die meisten davon genauso gut oder besser als Menschen und bediente sich mitunter Strategien, die bei menschlichen Spielern nie zum Einsatz kommen. Kurz darauf erzielte eine künstliche Intelligenz einen noch bemerkenswerteren Erfolg. Google Software AlphaGo brachte sich Go bei. Go ist ein altes strategisches Brettspiel aus China, das noch viel komplizierter als Schach ist. Lange galt es als zu schwierig für künstliche Intelligenzprogramme. Im März 2016 kam es in Seoul zu einer Partie zwischen AlphaGo und dem südkoreanischen Go-Champion Lee Sedol. AlphaGo besiegte Lee vernichtend mit 4:1 und bediente sich dabei unorthodoxer Züge und origineller Strategien, die sogar Fachleute verblüfften.
Waren sich vor dem Match die meisten professionellen Go-Spieler sicher gewesen, dass Li gewinnen werde, kamen die meisten nach der Analyse von AlphaGos Zügen zu dem Schluss, dass Menschen nicht mehr darauf hoffen dürfen, AlphaGo und seine Nachkommen zu schlagen. Auch hier zeigt sich, dass also Algorithmen beginnen zu lernen und durch das Lernen dieser Algorithmen, sich also gewisse Dinge anzueignen, sich tatsächlich menschenähnliche Zustände annehmen können. Und natürlich gibt es dann auch diese sehr schönen Aussagen, dass Algorithmen in Zukunft unsere Entscheidungsprozesse nachhaltig beeinflussen werden. Je mehr Algorithmen wir laufen haben, je mehr wir technischen Geräten vertrauen, desto mehr Vorschläge werden wir bekommen. Wir merken, dass die Vorschläge vielleicht auch durchaus sehr gut sind. Und er schreibt, viele Menschen werden froh sein, ihre Entscheidungsprozesse weitgehend in die Hände eines solchen Systems zu legen oder es zumindest konsultieren zu können, wenn sie vor wichtigen Entscheidungen stehen. Google, das ist jetzt nur eine Hausnummer hier, wird uns Ratschläge erteilen, welchen Film wir uns anschauen sollen, wohin wir am besten in Urlaub fahren, was wir studieren, welches Jobangebot wir annehmen und sogar mit wem wir uns verabreden oder wen wir heiraten sollen. Hör mal, Google, werde ich sagen. Sowohl Peter als auch Paul wollen was von mir. Ich mag beide, aber jeden auf andere Weise. Und es ist so schwer, mich zu entscheiden. Was würdest du mir angesichts deines Kenntnisstandes raten? Und Google wird antworten. Nun, ich kenne dich vom Tag deiner Geburt an. Ich habe alle deine E-Mails gelesen, alle deine Telefongespräche aufgezeichnet. Ich kenne deine Lieblingsfilme, deine DNA und die gesamte Geschichte deines Herzens. Ich verfüge über genaue Daten zu jeder Verabredung, die du hattest. Und wenn du willst, kann ich dir sekundengenau zeigen, welchen Puls, welchen Blutdruck, welchen Blutzuckerspiegel du hattest, wenn du dich mit Peter oder Paul getroffen hast. Wenn nötig, kann ich dir sogar eine genaue mathematische Rangliste aller Sexualkontakte liefern, die du mit ihnen hattest. Und selbstverständlich kenne ich die beiden genauso gut wie dich. Auf der Grundlage all dieser Informationen, meiner großartigen Algorithmen und umfassenden Statistiken über Millionen von Beziehungen rate ich dir, dich an Peter zu halten. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass du auf lange Sicht mit ihm zufrieden sein wirst, liegt bei 87%. Tatsächlich kenne ich dich sogar so gut, dass ich weiß, dass dir diese Antwort nicht gefallen wird. Paul ist viel hübscher als Peter. Und weil du auf Äußerlichkeiten viel zu großen Wert legst, wolltest du insgeheim, dass ich sage Paul. Natürlich spielt das Aussehen eine Rolle, aber nicht so sehr, wie du glaubst. Deine biochemischen Algorithmen, die sich vor Zehntausenden von Jahren in der afrikanischen Savanne entwickelten, messen dem Aussehen bei der Gesamteinschätzung potenzieller Partner einen Anteil von 35% zu. Meine Algorithmen, die auf den allerneuesten Studien und Statistiken beruhen, sagen, dass das Aussehen nur einen Anteil von 14% am langfristigen Gelingen von Liebesbeziehungen hat. Selbst wenn ich also das Aussehen von Paul berücksichtige, muss ich dir dennoch sagen, dass du besser mit Peter dran wärst. Ja, als Gegenleistung schreibt er, für solche hingebungsvollen Beratungsdienste müssen wir einfach nur eine Vorstellung aufgeben. Und zwar, dass Menschen Individuen sind und dass jeder Mensch über eine Art freien Willen verfügt, der darüber bestimmt, was gut, was schön und was der Sinn des Lebens ist. Und das sind schon sehr tiefgreifende Veränderungen, die hier auf uns zusehen, vielleicht auch sehr schleichend. Und er führt das immer wieder näher aus mit Studien und Beweisen und bewusst wahrscheinlich auch sehr schwarzmalerisch, aber regt also doch sehr zum Denken an. Und ich möchte also quasi zusammenfassend hier erwähnen, also ganz zum Schluss, schreibt er dann, wenn wir in Monaten denken, sollten wir unser Augenmerk vermutlich auf unmittelbare Probleme wie die Viren im Nahen Osten, die Flüchtlingskrise in Europa und die Abschwächung der chinesischen Wirtschaft richten. Wenn wir in Jahrzehnten denken, spielt der Klimawandel, die wachsende Ungleichheit und der Zusammenbruch des Arbeitsmarkts eine zentrale Rolle. Wenn wir das Leben im Großen und Ganzen in den Blick nehmen, werden alle anderen Probleme und Entwicklungen von drei miteinander verknüpften Prozessen überschattet. Die Wissenschaft konvertiert zu einem allumfassenden Dogma, das behauptet, Organismen seien Algorithmen und Leben sei Datenverarbeitung. Intelligenz koppelt sich vom Bewusstsein ab und nicht bewusste, aber hochintelligente Algorithmen können uns schon bald besser kennen als wir uns selbst. Ja. Also damit möchte ich also schließen. Vielleicht habe ich den ein oder die andere angeregt, das Buch vielleicht tatsächlich zu lesen und durchzudenken. Ich glaube, es passt sehr gut in diese Vorlesung rein, um also das Themenfeld gesellschaftliche Aspekte der Technologie zu adressieren. Sie sind also aufgefordert, immer das im Hinterkopf zu halten, was solche Technologien bewirken und dies also kritisch zu reflektieren. Und ich bin der Überzeugung, dass eines dieser Anregungen eine sehr, sehr gute ist. Vielen Dank fürs Zuhören.